Der Europäische Organspendetag wird jedes Jahr an ein Land vergeben. Das Ziel ist letztendlich, dass ganz Europa ein Land unterstützen in Organ- und Gewebspende. Viele Nachbarländer haben uns eingeladen, dass wir den Tag hier in die Schweiz holen sollen. Die Spenderzahlen sind tief und wir sind mit 36-0 Stimmen gewählt worden. Meine Erwartung an heutigen Tag ist, dass möglichst viele Leute hier zusammenkommen, dass wir über die Organspende reden und dass wir unser ehrgeiziges Ziel von 100'000 Leuten, die sich entscheiden sollen, erreichen können. Die grösste Herausforderung war sicher, an sich so einen riesigen Event zu organisieren. Wir sind ja keine Eventagentur, also das ist für uns sicher ein außergewöhnliches Projekt als kleine Stiftung. Unsere Erwartungen an diesem Tag sind eigentlich, dass wir möglichst viele Leute eine Freude machen, ein Fest bieten, eine gute Zeit bieten und gleichzeitig sie zum Thema Organspende sensibilisieren und sie eigentlich dazu bringen, sich Gedanken zu machen und sich zu entscheiden. Und andererseits soll dieser Tag auch ein Merci sein eigentlich an alle, die im Organspendewesen irgendwie mitarbeiten, an die Betroffenen, an Angehörige von Spendern. Ganz herzlich willkommen zum Europäischen Organspendetag. Vielleicht weiss es der eine oder andere, ich habe ganz eine schlimme Krankheit, ich bin Zürcher. Und dann habe ich etwas auf der Lunge, zystische Fibrose, und bin natürlich darum mit dem Thema ein bisschen bekannt. Es ist für mich ein Herzens- oder in meinem Fall eben eine Lungenangelegenheit. Hallo zusammen. Ich bin auch persönlich betroffen von der Organspende. Ich hatte eine Schwester, die die gleiche Krankheit hatte wie der Büssi. Und seitdem setze ich mich ein für das Thema Organspende. Also wir als Transplantierten, als Herztransplantierten, bedeutet mir diesen Tag sehr viel. Es ist ein Merci-Sagen an die Spenderfamilie, eigentlich, an Spender selber oder Spenderin, für dass ich vor 14 Jahren das Organ bekommen habe und für dass ich jetzt sogar meine Familie können, 14 Jahre weiter geniessen konnte. Also für mich als Transplantierte ist das ein emotionaler und sehr spezieller Tag, weil man sieht, wie die Leute schätzen, dass es einem jetzt gut geht. Ja, der Tag hat sicher etwas gebracht, schon nur bei mir persönlich. Ich habe mit meinen Eltern geredet, ja, was machst du am Wochenende, und ich bin da und haben wir über das Thema geredet, und ich glaube, um das genau geht es. Einfach sensibilisieren, dass die Leute darüber reden, und gehst du davon aus, dass es etwas bringt. Ich glaube, die meisten Leute stimmen dem zu, und die auch leider die wenigsten Leute haben einen. Und umso wichtiger sind so Anlässe. Könnt ihr das mit mir singen? Organspende ist etwas, wo man mit mega wenig kann mega viel bewirken kann. Ich bin der Ansicht, dass wenn es irgendwann mal fertig ist, dann geht man davon aus, es ist fertig. Und irgendwie für andere Leute kann es durch das dann irgendwie aber noch weitergehen. Und denen kann geholfen werden. Und darum glaube ich, ist das eine gute Sache. Also ich finde es einfach ein spannendes Thema. Und ich bin da hergekommen, um mich darüber zu informieren. Ich kann es unterstützen. Ich habe auch zu Hause die ganze Dokumentation ausgefüllt. Und ich werde auch spenden. Ja. Ich habe einen Organspenderausweis und ich bin klar dafür. The way you treat me, it ain't tease me. Cause girl, you're not playing by the rules. Yeah, keep me hanging on your own like a fool. You know. Was der Tag für mich bedeutet, ist ganz emotional. Es ist ganz, ganz emotional. Ich habe vorne, als Mami und ich haben dich schnell umarmt, weil ganz, ganz viele Kinder, die wir transplantiert haben, sind jetzt da. Und es ist ehrlich gesagt wirklich, es ist sehr berührend. Sehr berührend zu sehen, auch wie sich jetzt auch Bern mobilisiert und Europa sich mobilisiert, dass unsere Kinder leben können. Es ist sehr ein wichtiger Tag für mich. Und es bedeutet mir viel. Es ist mir wie ein zweites Leben geschenkt worden. Und darum bitte ich auch die anderen, dass ihr Organ spendet. Wir sind super happy nach diesem Tag. Unglaublich, wie viele Leute den Weg auf den Bundesplatz gefunden haben, trotz dem nicht ganz so spätsommerlichen Wetter. Wir hatten Fachpersonen hier, unsere Partner waren hier, wir hatten Betroffene hier, die selber ein neues Organ mit einem Spendeorgan leben. Wir hatten Leute, die noch gar nicht etwas mit dem Thema zu tun hatten, die mehr wissen wollten, die Fragen gestellt haben und jetzt zu Hause vielleicht darüber reden. Und das ist genau das, was wir mit diesem Tag erreichen wollten.